Dad, das ist das coolste Bike aller Zeiten. Super. Jetzt hör mal, Kumpel. Gewisse Familienmitglieder glauben nicht, dass du auf diesen Flitzer aufpassen kannst. Du meinst Mom? Hab ich nicht gesagt. Weißt du, Mom und ich, wir sind ein Team. Und wir finden, das ist deine Chance, mal ein bisschen Eigenverantwortung zu zeigen. Du wirst uns nicht enttäuschen, oder? Bestimmt nicht. Okay. Bloß noch eins. Was? Ich wünsche dir den Mega-Monster-Ultra-Spaß. Danke, Dad. Zehn Minuten, nachdem es mir hoch und heilig versprochen hat, stellt er sein Rad unverschlossen ab. Und ich höre nur noch Claires Stimme in meinem Hirn. Er hat kein Verantwortungsbewusstsein. Du hättest ihm kein Rad kaufen sollen. Ich weiß. Ich mach Claire gut nach. Also dachte ich mir, ich erteile ihm eine Lektion und lasse ihn glauben, jemand hätte sein Rad gestohlen. Ich weiß, das hört sich fies an, aber manchmal muss ein Vater es auf sich nehmen, ein harter Hund zu sein. Vorsicht! Danke. Nach links. Von mir aus links. Rechts. Oh, hey. 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 Hi. 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 Es ist mir echt peinlich, aber ich habe mich aus meinem Haus ausgesperrt. Oh, pff. Muss ja nicht peinlich sein. Passiert mir dauernd. Ich habe gehofft, Sie könnten mir helfen. Ein Fenster steht offen, aber ich komme nicht ran. Wären Sie so nett? Ja, ja, klar. Super. Sicher. Sie kennen ja den alten Spruch. Jedes Mal, wenn Gott eine Tür zumacht, macht er ein Fenster auf. Oder in dem Fall, jedes Mal, wenn er einen aussperrt. Okay, lassen Sie mal sehen. Ich meine, fühle ich mich zu ihr hingezogen? Ja. Würde ich dem nachgeben? Nein, niemals. Nicht, solange meine Frau noch am Leben ist. Kann ich Ihnen wirklich nichts zu trinken anbieten? Ja, nein, nicht nötig. Wirklich. Wenn ich geahnt hätte, dass ein Mann durch mein Schlafzimmerfenster klettert, hätte ich sauber gemacht. Ist das ein Scherz? Es riecht super da drin nach Lotionen und Ölen. Für trockene Haut und, weiß nicht, schwielige Hände. Ja, das Hände ist eine Duftkerze. Oh, oh. Was denn? Das Rad ist weg. Oh nein. Soll ich Ihnen helfen zu suchen? Nein, nicht nötig, danke. Okay, danke. Ich nehme sein Rad mit, um ihm eine Lektion zu erteilen. Und dann, wer rechnet damit, stelle ich es eine Minute ab und dann klaut's mir einer. Womöglich hat Ihr Dad Ihnen eine Lektion erteilt. Volltreffer. Also, kriege ich für das neue Rad unter Umständen einen kleinen Rabatt? Ich kann eine Klingel drauflegen. Cool. Für $5. Doch nicht cool. Diesmal mit Versicherung oder ist die immer noch was für Blödmänner? Zweiter Volltreffer. Gut gespielt, my lord. Ich nehme die Versicherung, danke. Du hast es verbockt, jetzt stehe ich blöd da. Nein, jetzt stehen deine Mutter und ich blöd da. Wir sind ein Team. Luke, bist du da? Hey, Dad. Hey. Hey, Kumpel. Das war ziemlich cool heute, hä? Ein neues Rad zu kriegen. Ja, war super. Und was war, nachdem ich gegangen bin? Willst du mir vielleicht was erzählen? Nicht wirklich. Und wenn ich jetzt in die Garage gehe und ich mache ein Foto fürs Familienalbum, bekomme ich keinen Schreck? Es tut mir echt leid. Das wollte ich nicht. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja, einen Riesenfehler. Deinetwegen stehe ich blöd da. Ich habe deiner Mom gesagt, du wärst so weit. Es ist doch nur ein Kratzer. Nein, Luke, darum geht es nicht, was? Ich bin beim Reinfahren in die Auffahrt hängen geblieben. Es tut mir echt leid. Dann ist das nicht gestohlen? Nein, wieso? Das ist gut, denn es gibt böse Menschen, die Fahrräder stehlen. Das sind Diebe. Du bleibst da sitzen und denkst über den Kratzer nach. Das ist nicht gut. Die Stufe muss ich reparieren. Also an nichts kratzen, solange ich weg bin. Außer es juckt, das ist was anderes. Die gute Nachricht ist, Lukes Rad ist nicht weg. Weitere gute Nachrichten. Ich habe einem fremden Kind eine wertvolle Lektion erteilt, indem ich sein Rad gestohlen habe. Beste Nachricht. Claire weiß von nichts. Also habe ich mir gedacht, ich stelle das neue Rad einfach da ab, wo ich das erste Rad her hatte. Somit bekommt das fremde Kind seins zurück und das neue Rad wirft keine Unmenge peinlicher Fragen auf. Zum Beispiel, wieso ich es hatte oder wer wen durch ein Schlafzimmerfenster gehievt hat. Und alle sind zufrieden. Oh oh.